Heute geht es um die total verrückte, überdrehte und extrem witzige Komödie Haus über Kopf mit Steve Martin und Queen Latifah. Doch zuvor gibt es eine kurze Inhaltsangabe und eine kleine Tiershow. Viel Spaß! Das war jetzt eine kurze Inhaltsangabe bzw. eine kleine Diashow zu dem Film Haus über Kopf. Den Film habe ich zum ersten Mal im Alter von ca. 11, 12, 13 Jahren im Free TV gesehen und war sofort verliebt in diesen Film. Warum? Ja, das möchte ich euch jetzt kurz erklären aus meiner Sicht. Da kommt mal dazu die Laufzeit. Es gibt so Filme, wo man sich denkt, oh ja, es gibt Komödien, wo man sich denkt, oh ja, und generell Filme, wo man sich denkt, oh ja, die Laufzeit könnte wie immer so 5, 10 oder 15 Minuten kürzer sein. Bei Haus über Kopf ist es überhaupt nicht der Fall, denn mit 101 Minuten ist er knackig verpackt, ist er schön spritzig erzählt und in keiner Art und Weise langweilig. Es tut mir leid, dass ich jetzt gerade nicht im Bild war, aber ich musste kurz nochmal nachsehen, wie lang die Laufzeit war. Dazu kommt Steve Martin und Queen Latifah einfach ein ungleiches Duo sondergleichen, die aber zusammen brillant spielen, die einfach witzig und sympathisch rüberkommen. Steve Martin ist sowieso ein Altmeister der Comedy. Das ist ja gar nichts mehr Neues. Auch in der letzten Zeit seine Präsenz in den Kinofilmen oder beziehungsweise generell in Filmen sehr mau war. Ich glaube, der letzte war mit Jack Black, aber der Titel fällt mir jetzt nicht ein, der ist auch schon wieder ein paar Jährchen her. Wie ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, fand ich ihn großartig. Und jetzt ein paar Jahre später, oder einige Jahre später kann man sagen, habe ich ihn wieder gesehen. Und er blieb mir immer wieder im Kopf hängen. Und jetzt habe ich mal die Gelegenheit genutzt und ihn bestellt, gekauft, doch mal angesehen. Und ich musste weitaus mehr, glaube ich, lachen als wie früher, denn er ist einfach wunderbar. Wie gesagt, er ist spritzig, er ist gut gespielt und er ist vor allem auch in der Erzählweise, stellenweise, wie kann man das am besten formulieren, nicht langweilig und auch nicht überspitzt, sondern er trifft eigentlich die Sache genau auf den Punkt. Das Einzige, was ich vielleicht zu bemängeln hätte, wäre das FSK 6. Denn ich würde meinen Kindern, wenn ich welche hätte, den Film nicht ansehen lassen, denn ab 6 Jahren ist er für meine Meinung nach ein bisschen zu unterbewertet oder unterfreigegeben, wie man das auch immer nennen mag, denn gewisse Sachen, gewisse Sätze, gewisse Gags sind schon unter der Gürtellinie, kann man sagen, aber jetzt nicht direkt, dass man irgendwelche Genitalien sieht, das schon gar nicht, aber dass es darum geht, dass auch eher weniger, aber trotzdem manche Wörter, besonders die Wortwahl von Queen Latifah, die hier eine Gangsterbraut spielt, ja, da merkt man schon, dass man hier mit dem FSK sehr großzügig umgegangen ist. Wie gesagt, für eine FSK 6 etwas zu niedrig, für eine FSK 12 ist das schon etwas zu überbewertet, aber das soll natürlich jeder selber wissen. Für mich eine der gelungensten Komödien, die ich generell gesehen habe und auch einer meiner Lieblingskomödien, Haus über Kopf mit Steve Martin und Queen Latifah. Kommen wir gleich direkt zur Bewertung. Ich habe eigentlich gar nichts zu bekritteln, gar nichts zu bemängeln. Ich sag's nochmal, der Film ist spritzig, knackig, er ist witzig, er ist charmant, er ist sympathisch, die Schauspieler agieren alle zusammen sehr gut miteinander. Übrigens, der kleine Junge in dem Film, das ist
Jack von Two and a Half Men. Da sieht man noch, wie er ganz klein ist. Der spielt da übrigens auch mit. Nichtsdestotrotz, wir machen jetzt da gleich die Wertung. Und zwar im Genre als Komödie bekommt dieser Film 9 von 10 möglichen Punkten und auch insgesamt 8,5 von 10 möglichen Punkten. Und somit, ja, ich kann nämlich die volle Punktezahl geben, weil einer meiner Top-Lieblingsfilme ist das nicht, aber einer der gelungensten Komödien, die ich gesehen habe, definitiv. Schreibt es mir in die Kommentare, falls ihr den Film kennt oder falls ihr ihn schon mal angesehen habt. Und was ist eure Meinung zu diesem Film? Lasst mir einen Daumen nach oben, wenn ihr dieses Video gut fandet. Lasst mir ein Abo da, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und generell jegliche Kommentare bitte in die Spalte unten, die auch Kommentarbox heißt oder wie auch immer. Schreibt es mir in die Kommentare rein. Und ich freue mich bis aufs nächste Mal und wünsche euch noch einen angenehmen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.